Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eldorado 2. Gebt unserem Dorf die große Beihilfe und ich zeige euch den versprochenen Schleichweg. Genau. Den Schleichweg zu dieser Kanzel wird der Fahrer ganz sicher nicht preisgeben. Oh, schade. Wer weiß, worauf wir gestoßen wären. Gut, wir waren letztes Mal stehen geblieben bei dieser, ach ja, herrlichen Zeremonie, wo wir einem ganzen Dorf beiwohnen durften und das Leid der Bürger erfahren haben. Und natürlich, wie wir sind, helfen wir ihnen. So sind wir nun mal als guter Spanier. Gut, den Stier hatten wir schon. Hatten wir hier schon? Ach ja, wir hatten ja die Mausefalle. Hehehe. Oh, tapferer Don. Ihr habt das Untier erschlagen. Ich will euch mit dem kostbarsten meines Besitzes belohnen. Was sogar gut genug für meine Katzen ist, das sollt ihr zum Dank erhalten. Katzenfutter erhalten. Na, gracias. Und die Katzen freuen sich. Ach, schön. Ach, ihr Angsthasen. Ihr könnt noch nicht mal eine kleine Maus verjagen. Das Untier ist bezwungen. Ihr seid wahrhaftig ein Retter, Don. Naja, wenigstens etwas. Die direkte Folge einträglichen Heldenwirkens. Ein leerer Krug. Logisch. Aber wir freuen uns über die tote Maus. Ach ja. Haben wir noch was? Nein, nur eine miauende Katze. Okay. Und hat der Schmied noch irgendwas? Beia, beia, beia. In diesem Jahr wird es gelingen, Don. Ich habe die Königin der Beia gefangen geschmiedet. Ist deine Pfanne groß genug, die große Paella zu fassen, Schmied? Denn nichts anderes habe ich vor. Die große Paella in meiner Pfanne. Welcher Schmied von Verstand und Ehre könnte etwas anderes erstreben? Seht sie euch an, Don. Ist sie nicht herrlich? Das ist deine Vorstellung, eine große Pfanne, Schmied? Ein Meisterwerk, nicht? Nehmt sie an euch, Don, und führt meine Pfanne ihrer herrlichen Bestimmung zu. Das wird wohl ein kleiner Happen werden. Hast du noch was zu sagen, Geselle? Das Geheimnis bleibt gewahrt und ich habe jetzt hoffentlich meine Ruhe. Ja. Wo sind eigentlich all die Tiere, für die der Pferdeschuster Schuhe schmiedet? Gute Frage. Vielleicht wurden sie alle hingerichtet und das ist nur noch Schein. Ach ja. Oh! Ach, wie herrlich! Da waren Goldmünzen. Na, Gold, Gold! Der Wirt hat eine wirklich dumme Idee. Und wer muss es ausbaden? Maria! Ja, nicht du, Maria. Ich! Ach so. Ja, das wollte ich nochmal sehen. Gut, vielleicht ändert sich ja hier etwas. Mit dem Kussmund. Mein Papa ist der reichste Bauer im ganzen Dorf. Reich? Umso besser. Sieht das wertvoll aus, Petre? Sieht nach Büchern aus, Don. Also nein, Evad. Nein. Dann komm weiter, Petra. Ach, Bücher. Wertlos. Nicht zu gebrauchen. Was schert es nicht, was ein reicher Bauer liest? Genau, machen wir erstmal Feuer. Die wahrhaftigen Erlebnisse und Geschehnisse eines dem Verfasser bekannten Reisenden, der es indes vorzieht, seinen tatsächlichen Namen aufgrund der delikaten Verwicklung deren... Ja, genau. Und das Mädchen beobachtet uns. Hilfe.
Was kümmert niemanden, wenn es umfällt? Eine Nadel im Heuhaufen, eine Katze im Sack, ein Sackreis. So ist es. Ein zweiter. Sagen wir mal etwas anderes. Eine Nadel im Heuhaufen. Eine Katze im Sack. Och, schade. Ich dachte, wir bekommen was dafür. Ich sehe heute wieder prächtig aus. Ein Bauer hat kostbare Leuchter als ein Leuchter als ein Oh, Zeitenositen. Daunenfedern. Und womit muss Peter mein Bett füllen? Mit wilden Disteln. Ungeheuerlich, also wirklich. Nasche nicht von der Seife, gieriger Peter. Du hast erst Hunger, wenn es dir dein Don sagt. Aber Don! Okay. Aus Holz, nicht aus Gold. Bäh. Also wirklich, ich dachte eigentlich, wenn hier alle Kerzenleuchter aus Gold sind, dann könnt ihr es auch, naja. Was haben Sie zu sagen? Nein, wie mich alle beneiden, weil ich einen Spiegel habe, dem ich mich den ganzen Tag betrachten kann. Herrlich. Ja, super herrlich. Okay. Im Westen nichts als endlose Abgeschiedenheit. Im Süden nichts als endlose Abgeschiedenheit. Und? Im Osten nichts als endlose Abgeschiedenheit. Also ein endloses Nichts. Und hier? Das Gleiche. Auch. Schade. Gut, ein Sack Reis ist gleich eine beachtliche Paella. Zwei Säcke Reis, eine enorme Paella. Drei Säcke Reis, ich glaube, wir bekommen gleich Hilfe. Gib mir von deinem Reis, Bauersmann. Ich werde Villariba die große Paella bereiten. Die große Paella? Bei allen Heiligen, das ist der Traum meines Lebens. Sag dann, wie viel Sack Reis benötigt ihr? Na, natürlich alle. Fyva, das klingt wirklich nach der großen Paella. Nehmt dann, nehmt alles. Lade dir die Säcke auf den Buckel, kräftiger Petro. Dein Dom nimmt es mit der großen Paella auf. Der arme Petro. Mein Reis sieht der großen Paella schon. Bald bin ich nicht nur der reichste, sondern auch der stolzeste Bauer unseres Dorfes. Und wahrscheinlich auch der ärmste, wenn so weiter sein Reis einfach weggibt. Tja, vielleicht hier? Etwas Wertvolles. Was sehe ich? Bleibt uns von der Kiste weg, Don. Hat man Töne, Petro? Was möchte ich das Weib in meine Angelegenheiten? Geh und lenke diese Geizigen ab. Sieh, Don. Papa, Mama, guckt mal, ein Quatschmacher. Halte Petro in der Balance, indem du für ausgleichende Bewegungen sorgst. Droht er zum Beispiel nach rechts zu kippen, drücke nach links. Wohin er kippelt, zeigen dir gleich die Pfeile an, mit den Pfeiltasten hältst du dagegen. Es geht los. Verdammt. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Naja. Nichts nutziger Petro, ich bin äußerst unzufrieden mit dir. Es tut mir leid, Don. Versuchen wir es doch nochmal. Und hoffentlich diesmal voll konzentriert, also nicht wundern, wenn ich gerade nicht spreche. Verdammt! Uiya. Aber wir wollen den Schatz haben, Petro. Also du musst weiter dich quälen. Es wird schon dir gelingen. Du bist doch ein Artist. Und los geht's. Nein! Ach, die zweite Stelle ist irgendwie immer zu schnell. Petro, 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 ich muss schon sagen. Ach, Don. Versuch es, ich wittere viel Gold da drinnen.
Gut, versuchen wir es. Wir werden es schaffen. Irgendwie. Zack, zack, und jetzt aber... Ja! Amauso, es klappt immer wieder. Funkele mich an, geliebtes Element. Funkele mich an. 50 Goldmünzen. Da dann wieder weiteres Gold. Ganz feiner Peter brav gemacht. Danke, Ton. Wir haben Gold, Gold, Gold. Ach, herrlich. So viel Gold. Gut, dann wollen wir doch mal in die Küche. Bitte, mit dem Allerheiligsten dulde ich keine Besucher, vor allem jetzt nicht. Dann reden wir doch mal mit ihm. Hast du eine Küche, die groß genug für die große Paella ist? Ihr wollt die große Paella in meiner Küche zubereiten, Don? Oh, welche Ehre. Welche Ehre. Statt euch mit den Zutaten aus und tretet ein. Ja, ich hoffe, wir haben alles. Die große Paella. In der Küche ist alles bereitet. Die Zutaten harren der Dinge und Pedro hält sich für mögliche Hilfsdienste parat. Nun gilt's. Ganz Villarriba zählt auf das kulinarische Geschick des Dons. Aber Vorsicht, eine Küche ist ein gefährlicher Ort. Oh je, wieder ein Minispiel. Okay, erstmal Holz. Das hätten wir. Nein, da ist kein Rankommen. Gut, was haben wir hier? Ein Schild. Eine große Paella mit so einer Pfanne? Pfanne? Caramba! Die ist doch viel zu klein. Okay, Aha, dafür das Schild. Dass wir uns nicht verbrennen. Ich habe irgendwie Angst. Ich würde es trotzdem tun. Autsch. Na gut, zumindest leben wir wieder. Also Holz hat schon mal funktioniert. Aha, 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 aha. Ach, nein! Don, sei doch nicht immer so schreckhaft. Nee, das ist eben nicht leicht. Und du musst es auch noch zuschauen, Pedro. Tihi, witzig. Pedro rumschieben. Gut, offensichtlich sind nicht in jedem Sack, nur in diesen hier ist eine Maus. Gut, dann, das geht nicht. Das geht auch nicht. Was war das? Säure in der Küche? Aber offensichtlich kann man die Flasche erreichen. Und hier? War etwas, das uns tötet, egal ob wir eine Rüstung oder einen Helmschutz tragen. Was zur Hölle ist das für eine Küche? Fisch. Das war doch nur Fisch. Ach Don, du solltest nicht kochen. Du solltest lieber Gold sammeln. Dafür bin ich ja auch gemacht. Oh. Das wollte ich jetzt gar nicht. Gut, also Feuerholz funktioniert. Mit Pedro konnten wir doch irgendwie. Okay. Verdammt! Ich renne mal raus. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell bin. Gut, Pedro können wir vor uns herschieben. Pedro, schneide dich mal. Ach, Pedro kann wieder das anfassen, was darum liegt. Toll. Gut, Pedro, du machst die Arbeit. So. Ach so. Steht hier. Paella Villarriba. In einer großen Pfanne wird Reis angebraten. Viel Reis. Dann kommt lecker Fisch hinzu und im Nu kann Villabajo zur Hölle fahren. Hurray! Gut, also wir haben schon mal die Zutaten. Du holst mal, Pedro. Halte still, folgsamer Petra, und baue deinen Don eine Räuberleiter.
Brav, Pedro, brav. Ich vermute mal, dass er uns auch hier helfen wird. Wahrscheinlich. Mal gucken, mal gucken. Nein? Ach, verdammt. Yep, das war Absicht. Denn ich konnte ihn nicht mehr herumschieben. Jetzt will ich doch mal sehen. Warum? Gut, dann. Vielleicht. Pedro. Ah, er braucht das Messer. Gut, Holz. So, schneide alles schön klein, was uns erschrecken könnte, damit wir dasselbe nicht mehr erleben müssen. Aber dann, keine Rede. Gut, also eigentlich dachte ich, ich werde erstmal alles sammeln. Eigentlich dachte ich, dass Peter uns auch hier helfen kann. Mal gucken. Vielleicht von der anderen Seite. So vielleicht? Hey? Nein. Offensichtlich. Irgendwie will das nicht. Vielleicht so? Ach, verdammt! Ah. Nochmal. Okay. Dann. Ja. Gute Frage. Wie kriegen wir das Getreide da rein? Vielleicht andersrum. Zack, 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 zack. Wir holen erstmal die ganzen Zutaten. Genau, und nichts kann's aufhalten. Hey. Okay, Pedro, versuchen wir es nochmal. Vielleicht ist es ja andersrum passieren. Okay. Ja, versuchen wir es mal so. Irgendwie muss es ja gehen. Nein. Kleine Fange, Dünger, große Fange. Peter Randale, du greifst den linken Pfannenhenkel, ich den rechten und dann ziehen wir das Ding auf eine richtige Paella-Größe. Gut, machen wir es so. Ich greife den rechten Henkel und Peter den linken. Ach, Peter kann sich nicht bewegen, wir müssen ihn wieder schubsen. Aber wir machen das ja gerne, Peter, schubsen. So, jetzt aber. Und tipp. Yep, das ist wahrlich eine große Falle. Ach so. Gut, jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. So. Hui, ach, immer das Gleiche. Also solange ich nicht weiß, wie ich das reinbekomme, ist es natürlich für die Katz. Versuche ich es einfach von jeder möglichen Seite. Hä? Wie kriege ich das da rein? Ach! Nein, sieh an. Auf einmal geht's. Sehr interessant. Gut, dann machen wir weiter mit der großen Paella. Zack und. Ach ja, darum muss ich ja bewegen. Peter, steh mir nicht in den Weg. So, der letzte Sack. Okay, damit wäre das gefüllt und jetzt kann Peter uns helfen, alle restlichen Zutaten zu holen. Zack. Und. Ach ja.
Wir konnten ja nicht kochen. Das muss ja alles Petro machen. Die Zutaten zu hacken. Damit wir sie dann aufsammeln können. Denn wir haben ja Angst. Angst vor allem. Alles ist unser Feind. Nur wir nicht. So. Wir nähern uns langsam dem Ende. Zack. Genau. So, und noch etwas dazu. Jep, genau. Und zack. So ist es im Leben. So, bevor ich jetzt die letzten Zutaten drauf mache. Ach, was soll's. Machen wir ein bisschen Überlänge heute. Ist ja auch nicht so schlimm. Und los geht's. Für die große Paella tun wir alles. Die große Paella. Sieh nur, Pedro. Ihr habt tatsächlich etwas geschmort, Don. Und es sieht lecker aus. Wirklich lecker. Njam, njam, njam. Weh, du nassgieriger Pedro. Dieses Prunkstück öffnet uns den Weg nach Sevilla. Und gefüllte Bäuche. Die große Paella dort thront in ihrer ganzen Majestät der Harmheit. Ihr habt es geschafft, Don. Ihr habt es tatsächlich vollbracht. Endlich, nach all den Jahren bitterer Not, kommt die Paella der Paellas. Nicht mehr aus dem Fu der Ungenannten, sondern aus Villarriba. Das gibt ein Fest, Don. Hoho, folgt mir, wir haben zu feiern. Ein Fest. Ein Fest? Wird es etwas zu essen geben, Don? Ja, aber nicht für Pedro, der Arme. Ach, nein. Und das ganze Dorf fand sich zusammen und feiert die Paella des Dons. Alt und jung nahm an einer riesigen Tafel Platz und niemand wurde vergessen. Die Paella war so gewaltig, dass für jeden Nachschlag um Nachschlag gereicht werden konnte. Ja, und wer hat ihn zu servieren, statt mit den anderen zu feiern zu dürfen? Maria! Ja? Nicht du, Maria, ich meinte mich! Achso. Alle waren voll des Lobes auf den prächtig kochenden Don. Wir sind alle voll des Lobes auf euch prächtig kochenden Don. Und alle priesen seine Paella und ließen den Don hochleben. Wir alle preisen eure Paella und lassen euch hochleben, Don. Und alle jauchzten vor Glück, denn die große Paella war fortan untrennbar mit Villarriba verbunden. Wir alle jauchzen vor Glück, denn... Ja, ja, ich ahne, wie es weitergeht. In dem Moment. Hoppla, wer ist denn das? Wieso sagst du nicht einfach, du möchtest etwas abhaben? Oh, zu freundlich. Mh, die ist wirklich lecker, Don. Nun aber zurück in deine Ecke. Auch der Erzähler hat Hunger. Wer war denn das? Niemand. Und so feierten sie und feierten und lecker lachten und lobten und verspeisten in bester Laune die wirklich leckere Paella. Hat eigentlich jemand aus Villa Bajo gesehen, dass unsere Paella wirklich riesengroß ist? Wir laden doch niemanden der Abscheulichen zu unserer Feier ein, du Mamiguel. Ach ja. Don, ihr habt auf ausgesprochen köstliche Weise Wort gehalten. Kommt, nun will ich mein Versprechen einlösen. Hänge da nicht so rum, Tatenarme Peter. Wir haben genug geschmaust. Es geht weiter. Sieh, Don. Morgen. Hier ist der geheime Schleichweg nach Sevilla, Don. Er ist gut versteckt, nicht wahr? Aber wenn man erst einmal weiß, wohin man gucken muss, offenbart er sich ganz leicht. Wie aus magischer Hand. Ihr sagt es, Don.
Möge Gott die Wege eines so braven Christenmannes und seines einfältigen Gefährten schützen. Sage Danke für den Segen, Petra. Danke, Hochwürden. Lebt wohl, Don. Vila Riba wird euer stets in Verehrung gedenken. Vielleicht mit einer Goldstatue? Auf nach Sevilla, Peter. Es ist unser Tor zu meinem Gold. Ja, und wie es dann weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin sage ich, wer jetzt eine Paella hat, guten Hunger und lasst es euch schmecken. Und denkt nicht zu sehr daran, was andere für Paellas haben. Außer meine ausgezeichneten Paella. Ja, dann. Auf Wiedersehen. Adios.